Was denn eigentlich? Nobody. Das heißt niemand. Ja, ich weiß, was das heißt, ich glaube mehr. Das war mein Name im Camp Mano. Ah, in dem NATO-Lager, ne? Ja. Der Spitzname oder was? Ja, ja. Alle Afghanen im Camp haben einen anderen Namen bekommen. Gesagt haben sie wegen der Sicherheit. Ich glaube, in Wirklichkeit, sie wollten gar nicht wissen, wie wir heißen. Wenn zum Beispiel einer aus Rache von den Taliban getötet wurde und seine Familie ins Lager gekommen ist und gesagt hat, unser Sohn Hamid, für euch gearbeitet, für euch gestorben. Und er hat eine Frau und 5 Kinder. Da haben sie gesagt, Hamid, wir kennen keinen Hamid. Wir kennen einen Anton und einen Berta und einen Romeo und einen Mickey Mouse. Aber Hamid kennen wir nicht.